Herr Meier, ich begrüße Sie. Kommen wir zur ersten Frage. Wie lange sind Sie schon als Immobilienmakler im Geschäft? Seit 1989. Und wie oft und über welchen Zeitraum haben Sie am Training bzw. am Coaching von Herrn Langenbach teilgenommen? Vor 3 Jahren habe ich angefangen und das auf wöchentlicher Basis. Das heißt, Sie haben das Programm in Ihr Arbeitsalltag integriert und können damit gut arbeiten, jeden Tag. Wie oft machen Sie das? Wie Zähneputzen, aber Zähneputzen tue ich 7 Tage die Woche. Ja. Schön. Was würden Sie sagen, zeichnet Herrn Langenbach als Trainer und Coach am meisten aus? Er hat selber die Praxiserfahrung und spricht nicht über Dinge, die er nicht selbst erlebt hat. Also glauben Sie ihm das, was er Ihnen sagen wird oder im Programm eben beibringt? Sehr schön. Und wie ist Ihre Einschätzung, was Sie tatsächlich von dem Gelernten in der Praxis dann umsetzen können? Das kann ich an meinen Zahlen messen. Ist Ihnen das schwer gefallen, das Programm selber umzusetzen? Ja, anfangs schon. Ja? Ja. Und von Mal zu Mal fiel es Ihnen Wenn die Erfolge kommen, dann macht man es leichter. Also, wie ich eben schon rausgehört habe, heißt es, dass Sie dann damit auch wirklich den Umsatz erzielen konnten, den Sie sich gewünscht haben? Und mehr, ja. Und mehr. Und was war die größte Umsatzsteigerung, die Sie innerhalb eines Jahres erzielt haben? Das sind 56%. Welche Themen haben Sie Ihrer Meinung nach am meisten weitergebracht vom Programm? Die Durchsetzung der Verkäuferprovision. Und jetzt, wo Sie auch wissen, dass das Programm Ihnen etwas gebracht hat, was war das Coaching an Geld wert? Also würden Sie dafür auch nochmal 1.000, 2.000 oder sogar mehr, mehrere tausend Euro investieren? Also als Kaufmann muss ich jetzt natürlich nein erstmal sagen, ja, bevor er große Rechnung kommt. Naja, selbstverständlich, es rentiert sich, das ist ein Investment. Und welchen Rat haben Sie an andere Makler weiterzugeben? Selbst an sich zu arbeiten und durchaus auch bereit zu sein, besser zu werden. Und inwiefern würden Sie das Programm jetzt speziell weiterempfehlen? Ich würde es uneingeschränkt weiterempfehlen. Das sollte jeder machen. Und jetzt, wo Sie schon bei dem Programm länger dabei sind und schon vieles wissen und erfahren haben, wie geht es für Sie weiter? Ist das Training immer noch sinnvoll für Sie auch in der Zukunft anwendbar? Da kommen wir wieder aufs Zähneputzen zurück, ja. Also werden Sie weiterhin. Ja. Wie wichtig würden Sie das Training und Coaching auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen, dafür, dass Sie jetzt ein besserer Makler geworden sind, wenn 1 für weniger wichtig und 10 für sehr wichtig steht? Ich würde es immer mit 8 bis 10 einstufen. Können Sie mir erklären, warum? Weil wenn ich besser werde und mehr Umsatz mache und dadurch auch meine Zahlen besser sind, aber ich auch den Kunden besser betreue, dann ist es ein Muss, dass ich es mache. Sie sind in einem schwierigen und sehr anspruchsvollen Markt tätig, in dem Verkäufer nur ungern eine Verkäuferprovision von 3,57% bezahlen. Hat Ihnen das Training und Coaching von Herrn Langenbach dabei helfen können, trotzdem Makler-Alleinaufträge in dieser Form abzuschließen? Ja, definitiv. Ja. Das war auch ein beträchtlicher Teil von den Umsatzsteigerungen. Dankeschön. Und Sie sind Teilnehmer des 12 Monate Trainingsprogrammes. Was unterscheidet Ihrer Meinung nach das Programm von anderen Trainingsangeboten und warum haben Sie sich genau dafür entschieden? Weil ich hier mit einem Trainer zu tun habe, der aus der Praxis kommt. Also Sie wissen, dass er von seinem Konzept genau Bescheid weiß und erfolgreich ist. Und der Unterschied zur herkömmlichen Schulung, die man einfach so von Tagesschulung quasi kennt, ist ja quasi diese Online-Technik, die Sie immer wieder aufrufen können und so weiter. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum Sie sich für dieses Programm entschieden haben? Ich glaube, einmalige Schulungsprogramme verpuffen sehr schnell im Alltag. Und das können Sie eben immer wieder aufrufen? Genau. Okay. Ja gut, dann danke schön für das Gespräch. Gerne. Das war die letzte Frage.